Was war das Wichtigste für dich an dem Seminar? Also für mich war das Wichtigste, eine Orientierung zu kriegen, innerhalb der Meditation auch, dass ich unterscheiden lerne zwischen Wahrheit und Wirklichkeit, dass es ein ganz grundlegender Unterschied ist, weil vor allen Dingen, weil ich auch schon Erfahrung gemacht habe, punktuell mit der Wahrheit und das richtig einzuordnen und an den Weg vielleicht weiterzugehen. Und was glaubst du, du hast ja nur noch viele andere erlebt im Seminar, ist für andere Teilnehmer, die sich fragen, ist das ein Seminar oder ein Retreat für mich, das, was sie am ehesten erwarten können? Also sie werden auf jeden Fall sehr viel über sich selbst erfahren. Sie werden zum Teil vielleicht auch an ihre Grenzen gehen, aber auf jeden Fall mit viel Farbe und neuen Erkenntnissen zurückkommen. Und ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen. Ich bin schon das zweite Mal dabei. Nicht ein Wake-up, aber ich habe schon was anderes miteinander gemacht. Und ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal sein.